Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das neue Unboxing oder das aktuelle Unboxing der aktuellen Yoga Junkies Box für dich. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Yoga Junkies Box erscheint einmal im Monat, kostet 39,99 €, wenn du die ganz normal in der Mitgliedschaft hast. Du kannst aber auch Einzelboxen auf der Homepage bestellen. Ich verlinke dir alles unten in der Infobox. Und ich bekomme sie kostenfrei in der Kooperation zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an Hannah und Tyler. Es ist mir immer wieder ein Herzensanliegen, weil hier sind echt coole Produkte drin aus den Bereichen Beauty, Aromatherapie, Edelsteine, Schmuck, Essen, Trinken, extra kauen, keine Ahnung. Hier sind so coole Produkte drin und das bringt mich jedes Mal auf so eine kleine Reise, um ehrlich zu sein. Und ich bin ganz aufgeregt. Wir haben als allererstes hier ein Fähnchen drin. Bitte vorsichtig sein. Hier ist eine Glasflasche eingewickelt, das steht hier drauf. Ich glaube, die meinen die Glasflasche, die quasi neben der Box war. Ich muss das mal eben auspacken. Da war, also Wahnsinn, das ist übrigens eine Box aus Österreich. Und das ist halt eine weite Strecke hierhin, aber jetzt nicht unüberwindbar. Ich weiß nicht, ist hier eine Glasflasche drin? Ja, da ist eine Glasflasche drin, aber da ist auch irgendwas drum zu. Wir gucken uns erstmal die Glasflasche an. Ich bin was eher aus dem Mildstädter Alpen, still kalorienarm mit Bio-Apfel. Mhm. Das ist... Ich bin Wasser? Fragezeichen. Hm? Hallo, ich bin Harmony, stilles Gebirgsquellwasser von der Mühlstädter Alpe in Kärnten, sonnengereifte Früchte, Kräuter und Wurzeln aus Wurzeln unserer Biobauern. Ich bin natürlich kalorienarm und besitze harmonisierende Kraft, sonst nix. Natürlicher Bodensatz vor dem Trinken drehen. Okay, drehen, schütteln, wie auch immer. Aber ich sehe das schon, ne? Das setzt sich halt ab, wenn du halt so biomäßig Sachen hast. Ich hoffe, das ist still. Oh, wenn ich das jetzt... Oh nein, ich glaube, da ist Kohlensäure drin, weil da sind so kleine... Oh, und ich habe es geschüttelt, ne? Schön. Angelika-Wurzel, Zitronen-Thymian und Kardamom sind hier auch mit enthalten. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Pona sonst nix GmbH aus Wien kommen die. Ja, genau wie die Box. Ne? Die kommen, glaube ich, auch aus Wien. So, auf jeden Fall aus Österreich. Ja, da war Kohlensäure drin, ne? Oder? Ich weiß nicht. Das hat gezischt. Wir probieren das. Prost. Riecht nach Apfelsaft. Keine Kohlensäure. Angenehm. Sehr, sehr kräuterig, sehr... frisch tatsächlich. Und ich habe es ja nicht gekühlt, aber trotzdem fühlt sich das kühlend erfrischend gerade an. Mega lecker. Mm. Das finde ich toll. Doch, das werde ich heute auf jeden Fall im Laufe des Abends, wir haben es jetzt 16.36 Uhr, ne, auftrinken. Cool. Das wäre das erste Produkt. Ich habe die Box noch gar nicht geöffnet und habe hier schon das zweite Produkt in der Hand. Und ich glaube, das ist so ein Yoga-Accessoire, weil die haben ja auch Yoga-Accessoires bei sich drin. Oder ist es ein Schal? Oh, der sieht schön aus. Guck mal, das ist so ein schwarzer Schal, Leute. Und der ist super weich. Also wir haben hier, ich weiß gar nicht, schwarz kannst du so schlecht in der Kamera zeigen, so eine ganz schöne Webung, nennt sich das? Keine Ahnung, so eine schöne Struktur. Oh, der sieht so toll aus. Und der fühlt sich so weich an, ne? Hier ist irgendwie so ein Hängevieh dran. Beachfield Original Handwear. Boah, das ist auch noch, handgefertigt. Das ist ja Wahnsinn. Ich mache mal eben kurz hier das Ding ab, weil dann lasse ich das fürs Unboxing ja um. Und ich finde solche Dinge, die pieksen dann immer. Das brauche ich dann ja auch nicht haben. Zack. Ja. Zack. Boah, das sieht so schön aus. Den kann man sich natürlich ganz klassisch umbinden, dass man sich halt hier die Schlaufe nimmt und das dann so durchzieht. Ich glaube, so lasse ich das auch, ne? Ja, weil so trage ich Schals eigentlich auch hauptsächlich. Finde ich wirklich schön. Oh, super, super, super weich. Das ist schön. Ich habe, glaube ich, gar keinen schwarzen Schal, ne? Dankeschön. Das ist klasse. Yay. Auf jeden Fall schon mal top vorbereitet für die windigen Tage, die so kommen. Und hier haben wir dann die Box an sich. Ich habe ja schon zwei Produkte hier draußen. Wir haben hier bis zu 130 € Warenwert drin.
Und wir haben ja halt ganz spezielle Produkte manchmal drin, ne? Deswegen bin ich immer total großartig. Und hier haben wir dann den ersten Blick in die Box. Da haben wir erstmal hier eine Karte. Namaste. Ich erkenne das Wunder in mir und der Welt. Das steht hier hinten drauf. Oh, das ist leider schon vorbei. Deine Einladung zum großen Online-Live-Meditationsabend, aber das haben wir per E-Mail tatsächlich auch bekommen. Also die Abonnenten haben auch per E-Mail die Einladung bekommen. Donnerstag, 15. Oktober, 20 bis 21 Uhr, live auf yogajunkies.com/live-meditation. Da hatte ich leider keine Zeit. Mit Meditationscoach Selina Julia Schneider. Öffne dein Herz für dich und erkenne das Wunder in dir. Für einen wunderschönen gemeinsamen Abend voller Inspiration und Meditation. Und ja, da konnte ich leider nicht, ne? Ich bin ja sehr viel beschäftigt, Leute, wie ihr wisst. Ja, genau, das wäre jetzt tatsächlich vor 10 Tagen gewesen, aber wie gesagt, wir haben eine E-Mail dazu bekommen und die Box, die kam jetzt diese Woche bei mir an. Wir haben jetzt ja den 25. heute, morgen kommt das Video online, ne? Na gut, dann haben wir hier das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und da ist jedes Mal halt eine wunderschöne Frau abgebildet oder eine wunderschöne Person, die entsprechend meditiert, sich entspannt und das Leben genießt. Und das finde ich total großartig. Und hier haben wir dann auch schon den Teaser drin stehen. Autumn Retreat Edition. Oh, schön. Retreat. Autumn Retreat. Erwärme deinen Teekessel, ziehe ein paar bequeme Socken an und bereite dich auf die kommende Jahreszeit vor. Die Autumn Retreat Box ist die perfekte Lösung, um deinen Tag selbst an grauen Tagen aufzuhellen. Und für die Herbsttage, an denen die Sonne scheint, bist du dank dieser Box bestens für einen modischen Herbstspaziergang ausgestattet. Safe. Jetzt heißt es auspacken, genießen und die Herbstsaison mit offenen Armen begrüßen. Hannah und Tyler. Ja, vielen, vielen Dank, ihr zwei Hübschen. Ja, hier stehen, die Produkte drin mit Preisen und so weiter. Deswegen blätter ich da gar nicht weiter drin rum. Wobei, doch, ich möchte kurz wissen, was das hier für ein Schal ist. Oder ob das vielleicht was ganz anderes ist und ich das gar nicht als Schal tragen sollte. Das passiert leider öfters bei mir, dass ich dann die Produkte verwende. Nee, das ist ein klassischer Waffelstrickschal. Okay, und das kostet normalerweise 14 Euro. Sehr schön. Und hier scheinen sehr viele Produkte drin zu sein. Oh mein Gott, Leute, guckt euch das mal an, wie schön das aussieht. Da bin ich gerade echt geflasht von. Deine Meinung zählt. Möchtest du deine nächste Box kostenlos? Checke am 29. Oktober deinen E-Mail-Posteingang und hilf uns mit der Beantwortung einiger Fragen zu Yoga-Junkies. Unter allen teilnehmenden Yoga-Junkies-Mitgliedern verlosen wir eine kostenlose Special-Birthday-Box. Cool, haben die bald Geburtstag? Yay! Also denkt dran, dann kriegt ihr auf jeden Fall auch noch eine Mail, dass ihr die gegebenenfalls sogar umsonst bekommt. Ich habe auch einen Code, meine Herren. Blende ich euch mal eben kurz ein, dann kriegt ihr nämlich ein bisschen Rabatt auch auf die Box, falls ihr die abonnieren möchtet, ne? Ich glaube, jetzt wieder 1000 Sachen. Ich nehme jetzt als erstes das raus, was mich hier gerade voll anlacht, und zwar dieses Windlicht. Ich liebe sowas. Ich finde das so schön. Da kannst du halt ein Teelicht reinmachen. Und weil hier überall auch so kleine Löchlein drin sind, in dem Silber ummantelten, sage ich jetzt mal, ne, in dieser Silberlasur, wird das Licht hier richtig schön rausgebrochen und dann wird das total toll aussehen. Hier außen drum zu hast du noch so eine Banderole aus Metall. Ich finde, das sieht total schön aus. Total. Total. Nein, ich mag das wirklich gerne leiden und ich mag auch dieses Kupfergoldene, ne? Mag ich echt gerne leiden. Wir haben ja auch von Party Light diese Kerzen, die sind ja auch in diesem Kupferoptik, oder wir haben von einer Kollegin auch so Kerzenleuchter bekommen, die sind auch so ins Gold-Kupferne quasi. Passt farblich da richtig gut zu. Deswegen freue ich mich darüber und das wird seinen Platz bei uns im Wohnzimmer finden. Vielen, vielen Dank. Mega geil. Also, das ist toll. Das ist richtig orientalisch gemütlich, ne? Mag ich. Gut. Oh je, oh je, was haben wir hier alles drin? Okay, als erstes nehme ich mal den Tee raus. Sleep and Dream von Teekanne. Feiner Bio-Kräutertee mit Melisse, Pfefferminze und Lavendelblüten. Lasse den Tag ruhig ausklingen und versinke in süße Träume mit deinem guten Abendtee. Mhm. Einen guten Abendtee kann ich immer gut gebrauchen. Ich trinke tatsächlich gerne, wenn ich abends dann noch am Laptop bin oder so, mir noch einen Tee und komme dann einfach damit auch so ein bisschen runter. Das finde ich ganz cool. Da haben wir noch den einen oder anderen hier, der auch offen ist, aber der hier wird auf jeden Fall auch ausprobiert. Vor allem mit Melisse, Pfefferminze und Lavendelblüten. Das hört sich sehr, sehr lecker an. Riecht man jetzt auch hier so ein bisschen raus. Es riecht echt angenehm. Cool. Ich wusste gar nicht, dass Teekanne auch so schöne Designs hat, oder? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Ich kenne Teekanne tatsächlich nur, oder ist das diese Teekanne Organics-Reihe? Ich weiß es nicht.
dass die, wie zum Beispiel diese Magenfeintees oder so, ne? Da hast du dann ja hier so eine glatte Oberfläche, die auch so glänzend ist, mit so Bildern aus der Natur. Aber das hier ist halt so richtig matt und fühlt sich so natürlich an. Obwohl, ne, aber das ist halt so alles, weiß ich nicht. Natürlich. Fühlt sich das an? Sieht so aus? Ich weiß nicht. Genau. So, dann haben wir hier Kärtchen drin. Du bist wundervoll. Was sind das für Karten? Sind das einfach liebe Sprüche? Würde ich nicht nein zu sagen, ne? Das kann man immer gut gebrauchen, wenn man da einfach mal aufgebaut wird. Nee, das sind immer die gleichen. Nee. I am in love. Sei deine beste Freundin und tue dir täglich etwas Gutes. Das steht auf der einen Seite und das steht scheinbar auf allen Karten drauf. Kann das sein, dass das so eine Art Memory ist? Und dann musst du den gleichen Spruch finden. Du bist wundervoll, steht hier drauf. Du bist wunderschön, also lächle und zeig es dadurch der ganzen Welt. Lege deine Hände auf die Brust, schließe die Augen und atme Liebe in dein Herz. Du bist Liebe. Dankbarkeit. Schreibe auf, wofür du heute dankbar bist. Hashtag MeTime. Tue dir heute etwas Gutes und nimm dir eine Auszeit. Baden, Buch lesen, Spaziergänge, Tee trinken. Hä, nee, das ist kein Quartett. Kein Memory. Das sind Motivationskärtchen, aber ich weiß jetzt gerade nicht wofür. Vielleicht darf man jeden Tag eine Karte ziehen, um einfach mal so ein bisschen Liebe zu bekommen. Das weiß ich nicht. 17,99 € kostet das. Laura Domas, I am in love card deck. Namaste, ich bin Laura, 34, Yoga-Lehrerin, Selbstliebe-Coach und komme aus dem Raum Heidelberg. Ich selbst leide an Depressionen und habe nach jahrelanger Selbstreflexion erkennen können, dass es für jeden individuelle Wege gibt, um der Krankheit die Stirn zu bieten. Daher habe ich einen Kurs ausgearbeitet, welcher auch dir dabei hilft, mir Selbstliebe und Achtsamkeit zu erlangen. Im Rahmen meines Programms I Am in Love habe ich das beiliegende Kartendeck entworfen, das dich mit vielen neuen Impulsen auf den Weg zu dir selbst führt. Du findest mich auf Instagram unter @oralielaura und es würde mich freuen, wenn ich dich dabei begleiten darf, zu dir selbst zu finden. Du bist Liebe. Okay. Und die Laura ist tatsächlich auch ein Yoga-Junkie. So schaut Laura aus. Die schaut sehr sympathisch aus, Leute, ne? Hallo Laura. Ich glaube, wir lernen uns demnächst mal kennen. Das finde ich ja cool. Ich bin, wie ich bin und das ist gut so. Also das ist irgendwie dann so ein Kartendeck und dann, keine Ahnung, kannst du dir jedes Mal eine Karte ziehen oder du hältst es halt irgendwem hin, deinem Partner oder so, und dann kann man das ziehen. Schon charmant. Move your body. Schalte dir Musik an, schließe deine Augen und lass dich einfach von dem Rhythmus der Musik führen. Hashtag tanz dich frei. Also ich glaube, das werde ich mir tatsächlich ins Wohnzimmer legen und immer wenn ich so einen Moment habe, wo es mir nicht so gut geht, nehme ich mir einfach eine Karte und dann schiebe ich sie wieder in den Stapel und dann ziehe ich, mache dich selbst zu deiner Priorität. Nur wenn es dir gut geht, kannst du auch anderen gut tun. Du bist Liebe. Es ist voll schön. Das ist echt voll schön. Meine Herren, ist das schön. Da geht mir gerade so ein bisschen das Herz auf. So, okay. Weiter geht die wilde Reise. Einmal vorwärts, einmal rückwärts. Pur Ja, High Protein Shake. 76% Raw Protein mit Vanille. Ja, da kannst du dir einen Protein Shake von machen. Wenn man ein Mensch ist, der Sport macht, also nicht so wie ich, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll. Das ist ein Protein-Drink mit Kakao. Das hört sich ja super lecker an, ne? Aber es ist nicht unbedingt was für mich. Also es ist ja auch eher eine Box, die dann auch sich an Menschen richtet, die sich auch etwas mehr bewegen, ne? Zum Beispiel Yoga machen. Ich meine, jetzt nicht alle Menschen, die Yoga-Junkies-Box abonnieren müssen, zwingend jetzt Sport machen. Du wirst ja nicht jedes Mal Hanteln oder sowas drin finden. Aber es soll dich schon so ein Stück weit animieren, ne? Protein-Drink, Vanille-Erdbeere. Ich meine, das hört sich lecker an, ne? Vielleicht kann man das mal so als Ersatz für ein Abendessen oder sowas nehmen, weil du hast dann quasi, weiß ich nicht, ich glaube 298 Kilokalorien, 311, 299. Schreib mir das mal gerne in die Kommentare. Kann man das dann einfach als Abendessen auch nehmen, dass ich mir das irgendwie in eine Mandelmilch oder sowas reinrühre? Ich denke schon, oder? Und dann kann man sich das shaken und dann kann man das trinken. Hört sich nämlich auf jeden Fall lecker an für mich, ne? Also ich würde es auf jeden Fall zu mir nehmen. Hätte ich nichts drum bei. So, dann haben wir hier... Achso, das wollte ich in den Hintergrund legen, ne? Etwas von Yoga Junkies selber. Da
das sieht schön aus. Das sieht aus, als wäre das so eine Handytasche, die man an das Handycase kleben kann. Und dann hat man da noch so eine zusätzliche Tasche. Kann das sein? Das muss ich mir mal eben kurz nachlesen. Ich habe jetzt natürlich schon so ein Popsocket-Ding bei mir dran. Blooming Lotus Handy Add-on-Tasche, ja. Eine elegante All-in-One-Tasche für die Rückseite deines Telefons, sodass du deine wichtigsten Alltagsgegenstände stets beisammen hältst. Alternativ ist sie ein toller Helfer im Auto oder überall in deinem Zuhause. Genau, also du kannst sie entweder an die Rückseite deines Telefons machen, um deine Kopfhörer dran zu machen, deine was auch immer, deine Masken kannst du da dran machen oder quasi da reinmachen, ne? Schlüssel, eine Einkaufsliste oder in dein Auto, da kannst du auch Masken reinmachen, ein Parkticket-Halter, das finde ich cool, das kann ich mir echt gut vorstellen, das in mein Auto zu machen. Ich kriege sowas immer gerne verloren. Desinfektionsmittelhalter, das ist auch geil, To-Do-Listenhalter in deinem Zuhause, Stift- und Bleistifthalter, geheimer Süßigkeitenvorrat, da passen meine Süßigkeitenvorräte nicht rein. Handcremehalter, Taschentuchhalter, Edelsteinhalter. Definitiv, also das wird auf jeden Fall hier angewendet werden, weil ich das auch so schön finde vom Design her, ne? Das ist echt eine schöne Lotusblume, glaube ich, oder? Sieht schön aus. Mag ich. So, dann haben wir hier, oh mein Gott, ihr seid doch verrückt. Wir haben in letzter Zeit so häufig Schmuckstücke hier drin, das ist echt Wahnsinn, Leute. Und jetzt haben wir hier so eine wunderschöne Feder. Und das ist so ein Roségold. Oh mein Gott, ist die schön. Und ich möchte da ganz zart zu sein. Ich nehme jetzt tatsächlich mal das Halstuch und den Schal ab, weil jetzt kommt was anderes drum. Das hier war, glaube ich, sogar in der letzten Yoga Junkies Box drin, ne? Auch ein richtig schönes Kettenarrangement. Oder kann ich das umlassen? Ich kann das doch bestimmt zusammentragen, oder? Ich bin immer so faul. Ich möchte Ketten dann nicht abmachen und so. Und dann lasse ich die immer um. Aber das hier scheint eine richtig lange Kette zu sein. Deswegen kann ich die dann so on top tragen. Boah, die haben so schöne Sachen auch im Shop. Also schaut auf jeden Fall bei denen im Shop vorbei. Da müsste es tatsächlich auch noch diesen Ring geben, diesen Federring. Muss ich mal gucken, ob ich den noch finde im Sortiment. Ansonsten verlinke ich euch mal einen ähnlichen. Der ist so schön. Ich bin ja Zwilling und da habe ich ja durch eine andere YouTuberin herausgefunden, dass quasi mein Element die Luft ist. Das heißt, ich mag es einfach zu fliegen, deswegen passt das hier mit diesem Blatt auch so schön, weil das ist einfach so ein Herbstblatt, was so vom Baum gefallen ist. Finde ich richtig schön. Und genau, deswegen mag ich auch diese Feder so gerne. Genau. Kriege ich das um meinen Bommel rum zu? Ja. Oh mein Gott, passt auch mega zu diesem Pullover. Das sieht schön aus. Guckt euch das an. Das ist so, ja, ich trage eine Jogginghose. Das ist so filigran, aber gleichzeitig halt auch so, ich weiß nicht, es ist so schön, ne? Weil du hast halt dieses große Blatt, aber es ist nicht klobig, weil das so filigran und so dezent ist und so durchsichtig. Also das finde ich schön. Das finde ich richtig schön. Und ja, solche Produkte hast du dann auch wirklich in der Yoga Junkies Box mit drin, was ich einfach feiere. Also Leute, ihr seid verrückt, dass ihr immer wieder so hochpreisige Produkte in die Boxen mit reinmacht, ne? Ich fall vom Glauben ab. Wirklich, Leute. Das ist halt auch echt tragbar. Ich mag das gerne leiden, Leute. Ich mag es gerne leiden. So, und dann haben wir etwas noch hier drin von Yuti. iPad Mask. Das sind, halt mit Kollagen, Hyaluron und Zauberstrauch. So Eyepatches für die untere Augenpartie. Ja, ne? Ich persönlich habe am liebsten halt solche Augenpatches. Die habe ich so groß ist der eigentlich nur, in so einem kleinen Pott drin. Und da sind so 60 Stück drin. Dann hat man so ein bisschen diese Müllvermeidungsgeschichte. Aber die, wenn die in Boxen mit drin sind, verwende ich die auch sehr, sehr gerne. Entweder, wenn ich zum Beispiel so Crememasken mache, da steht immer drauf, oder auch bei Tuchmasken, dass du die untere Augenpartie aussparen sollst, ne? Dann mache ich mir halt diese Patches halt einfach unter die Augen drunter und den Rest mache ich halt mit der Maske, ne? Und deswegen finde ich die wirklich gut. Also die habe ich, glaube ich, auch schon mal in Blau gehabt. Ich weiß gar nicht, ob ich die sogar schon in Gold hatte. Mag ich aber gerne leiden. Also auch die Yuti, die Marke Yuti gefällt mir auch. Die gibt es jetzt, glaube ich, relativ neu bei DM oder Rossmann. Weiß ich gar nicht. Aber ja, kann jetzt gegen diese Kette nicht anstinken, um ehrlich zu sein. Weil da bin ich jetzt gerade echt mega, mega geflasht von. Ich finde die so schön. Ich kann gar nicht. Ich muss die gleich in... Also, ne? So, ja, und jetzt haben wir einmal hier den kompletten Inhalt der Yoga Junkies Box gesehen. Ihr merkt es, Leute, ich bin wirklich geflasht, ich bin sehr, sehr glücklich und ich finde diese Kette einfach so wunderschön. Ich bin ja nicht so, also
Ich habe nicht so viel Produkte in Roségold, aber das hier würde mir auf jeden Fall mal so ein bisschen Inspo geben, Roségold zu tragen, weil ich finde, dass das auf jeden Fall zu mir steht. Und jetzt gerade so Richtung Herbst-Winter, wo es ein bisschen kühler ist, mag ich das unfassbar gerne leiden, weil das halt dann auch zu meinem Teint passt, ne? Ich bin ja sowieso dann immer etwas fahler und etwas heller als alle anderen. Und dazu dann so eine roségoldene Geschichte finde ich so schön. Also ich bin gerade sehr begeistert. Also, ne? Ja. Das war jetzt tatsächlich die Yoga Junkies Box von Oktober. Und wie gesagt, alle Infos dazu habe ich euch in die Infobox gepackt. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Und ja, ich finde, die Box macht sich immer mehr, oder? Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, wie ihr das so seht. Also ich habe ja auch schon viele Boxen von denen hier vorgestellt. Und die hier finde ich gerade echt mega geil, weil die so viel abdeckt von Dingen, die ich gerne mag. Und wo ich einfach denke, es ist praktisch und es ist sinnvoll, ne? Finde ich echt klasse. Ja, ihr Lieben, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!